Hallo und herzlich willkommen. Heute das Thema Wachtelhaltung. Wachteleier ausbrüten, Teil 6. Ja, was steht heute alles an? Heute ist der 19. Tag und es hat sich bis jetzt nichts mehr getan. Ich will jetzt mal nachschauen, die restlichen Eier überprüfen. Ob überhaupt noch Leben drin ist, ob da überhaupt noch was schlüpfen kann, aber ich glaube eher nicht. Und das ist, was wir heute noch machen. Und wir gehen in die Werkstatt und schauen uns an, welche Möglichkeiten es gibt, Wachteln zu halten, welche Stallmöglichkeiten und wie wir das bauen. Ja, das steht heute an. Los geht's. Jetzt werden wir das Gerät mal ausschalten. Das Gerät hat 22 Tage durchgelaufen. Da ist natürlich viel Nass und Feuchtigkeit drin. Das muss man alles sauber kriegen. Die ganze Decke, das läuft sonst alles hinten raus. Ist alles schön nass. Also vergammelt riecht es jetzt nicht. Ja, die Eier sind schön warm, aber da ist auch nichts mehr drin bis hier. Man kann merken, ob da noch Leben drin ist, wenn ich jetzt hier, aber da ist nichts mehr. Die würden da drin, würde was drin sein. Ich müsste jetzt jedes Ei normalerweise aufschlagen. Den ganzen Ei ganz weich. Ich muss mal die Brille holen. Wo sieht das hier aus? Ja, da läuft alles raus. Ja, da ist nichts mehr drin, ist alles rausgelaufen hier. Es riecht auch jetzt schon ein bisschen. Also da ist nichts drin gewesen. War wahrscheinlich unbefruchtet. Ja, das riecht jetzt extrem. Ja, das muss ich jetzt mal wegwerfen. Ja, das ist manchmal eine schöne Sauerei. Aber man muss ja wissen, woran es jetzt gelegen hat, warum die sind 16 Eier jetzt hier noch übrig sind. Wenn die natürlich unbefruchtet sind, kann natürlich nichts rauskommen. Das ist natürlich klar. Deswegen muss man es einfach immer mal überprüfen. Gehen wir mal hier weiter gucken. Gar nichts mehr. Was haben wir hier? Da ist auch nichts mehr angepickt oder so, wo man jetzt wirklich noch was sieht, dass da wirklich was
Hier ist ein Ei, was kaputt ist. Ja, das ist das gleiche hier, ja. Da kommt ein so. Ja, da ist auch, kommt nur eine Flüssigkeit hier raus. Eine stinkende Flüssigkeit. Da ist also auch nichts mehr. Hier auch ist. Also diese Eier sind irgendwie. Hier sind die Küken, sind hier. Hier sind Küken drin, aber ist wahrscheinlich abgestorben. Schale ist auch ganz weich, aber da ist auch nichts mehr. Ja. Die könnte ich jetzt alle so jetzt aufmachen. Also hier ist ein Küken, ist abgestorben, ist nicht rausgekommen. Und die anderen, hier ist auch noch was, hier ist auch, hier ist gar nichts drin. Wenn wir jetzt mal weiter gucken, Stück für Stück. Ah, ich brauche eigentlich gar nicht. Man merkt auch vom Gewicht her, da ist nichts drin. Hier ist leer. Ja auch, die sind ziemlich leicht, die Eier. Da ist nichts mehr drin. Ich würde mir das jetzt ersparen, da jetzt das aufzumachen. Das riecht nämlich ein bisschen. Hier ist auch nichts. Kann nichts mehr rauskommen. Das einfach mal. Ja, das ist hier, das hier, wenn man das hier sieht, hier, das hier, das Weiße, das ist die Eihaut und deswegen muss die Luftfeuchtigkeit, bevor die in die Luftkammer hier oben eintreten, muss die Luftfeuchtigkeit ziemlich unten sein, 35-40%, damit die Küken diese Eihaut durchbekommen hier, damit die aufschlagen können und dann zum ersten Mal den ersten Atemzug holen. Und wenn das zu elastisch ist, also Luftfeuchtigkeit zu hoch, kommen die, ist das so wie so ein Gummisack und dann kommen die dann nicht durch. Und deswegen muss die Luftfeuchtigkeit, hier ist auch ein Küken, was nicht, was abgestorben ist, was nicht mehr irgendwie geschafft hat, durch die Eihaut zu kommen. Ja, so ist das bei den anderen Eiern. Die sind alle leicht. Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Man kann immer mal gucken, die Schale ist ziemlich mild. Hier sieht man, kommt direkt die Feuchtigkeit hier raus. Hier ist auch nur Flüssigkeit drin. Also hier ist nichts drin. Und die Flüssigkeit drin. Ja, okay. Gut. Da kann einfach nichts mehr rauskommen. Und von daher, ich kann einfach mit dem Ergebnis zufrieden sein. Zwei hätte vielleicht noch. Es kann an der Wendung gelegen haben, dass also, keine Ahnung, deswegen auch warum. Es kann auch die Möglichkeit sein, dass das Ei, was hier eine Temperatur abhängt, keine Ahnung, da steckt man nicht drin. Ich kann auf jeden Fall mit dem Ergebnis zufrieden sein. Und jetzt heißt es, das Ding sauber machen. Ja. Wir werfen mal einen Blick rein. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Wenn ich jetzt hier die Schublade mal öffne. Das Wasser, ja. Das muss jetzt irgendwie sauber zu kriegen sein. Mit warmem Wasser werde ich das machen. Dann ist dieses Gerät dann wieder einsatzbereit. Okay. So, jetzt werde ich die Eier mal entsorgen. Ja, das ist eine schöne Sauerei. Aber da kann man nichts dran machen. Das ist nochmal so.
Eier im Postversand. Da hat man immer ein bisschen Auswahl. Je nachdem, wie das Paket, wenn es hin und her geschüttelt wird oder so, ist immer optimal verpackt. Kann im Prinzip nichts. Aber es kann auch sein, dass die Eier nicht richtig befruchtet waren oder vom Keim her die Qualität nicht so. Und daher hat man immer ein bisschen Auswahl. Okay. Die nächsten Bruteier sind bestellt. Ich werde hiermit jetzt noch eine zweite Runde starten, um dann mal zu sehen, ob es jetzt nur Zufall war oder ob dieser Automat wirklich zu gebrauchen ist. Das werde ich jetzt mit der zweiten Brut nächste Woche irgendwann, werde ich damit anfangen, sehen, was mit dem Brutautomat los ist, ob der wirklich zu gebrauchen ist. Okay, und jetzt geht's in die Werkstatt und schauen uns an, wie man Wachteln halten kann. Wir sind in der Werkstatt. Ja, Wachtelstelle. Ja. Ja, was ist denn los? Willst du auch zu mir? So ein bisschen rutschen, da komm her. Komm. Da komm her zu mir. Komm. Der Hund will auch mal gucken kommen. Na komm, hier ist noch Platz. Ja, na komm, ja, Pfötchen gehen kannst du. Ja, man sieht schon hier. Ja, da komm her. Da komm her. So, hier. So, mal Wachtelstall mit gucken hier, ne? So, hier kann man schon so ein bisschen sehen. Wir machen also verschiedene Varianten. Und das ist jetzt wieder so einer, wie wir schon mal hatten, doppelstöckig. Also so einen wie jetzt, dieser jetzt hier haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Die sind etwas anders gebaut. Wir blenden die ganze Playlist noch mal ein, wie wir früher Wachteln gehalten haben, kann man sich das alles noch mal angucken. Wir werden aber dieses Mal alles anders machen. Wir machen noch mit Freilauf und so weiter und so fort. Und wir haben noch solche Stelle machen wir auch. Da kommt natürlich auch ein richtiges Innenleben rein. Zeige man ja mal ganz genau, wie das alles so aussieht. Und ja, so sieht das Ganze aus. Man sieht auch schon mal, dass Wachteln in Kaninchenstelle gehalten werden. Habe ich jetzt letztens noch mal gesehen. So sechs Wachteln in so einem kleinen Kaninchenstall. Ich konnte wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Das hat da wirklich nichts drin verloren. Und sollte schon ein bisschen an Größe achten, auch von der Höhe her ein bisschen. Und das Ganze muss Innenleben haben. Wie das Ganze aussieht und wie wir das Ganze machen, das werden wir hier zeigen, denn Wachteln brauchen Beschäftigung, denn Wachteln können richtige Kannibalen sein. Das haben wir ja schon selber erlebt. Kommt bei Wachteln häufiger vor als wie bei Hühnern. Bei Hühnern ist es am wenigsten. Ich habe es bei einem Huhn nur einmal erlebt. Sonst nicht mal wieder, aber bei Wachteln kommt es immer wieder vor, dass auch Hennen, wenn es denen spaßt, auf eine andere Henne oder sogar ein Hahn, der regelgerecht hingerichtet wurde. Die waren mit dem Hahn nicht zufrieden. Und das sah ich von da morgens hin, das sah wirklich grauenhaft aus. Aber so sind Wachteln nun mal. So, wir werden jetzt mal schauen, wie das Ganze
von innen aussieht. So sieht das Ganze im Prinzip jetzt aus. Das ist die erste Etage. Hier an der Seite wird also noch ein bisschen mit Holz und Draht, und vorne kommen da zwei Türen auf jeden Fall rein, damit man das vernünftig sauber machen kann. Und das ist hier die untere Etage. Die sieht dann so aus. Ja. Also wie man sieht, das ist alles noch ein bisschen Arbeit. Aber ich habe ja auch noch ein paar Wochen Zeit. Unsere zwei Dogs. Ja, die fühlen sich hier auch pudelwohl. Immer wenn sie in die Werkstatt geht, müssen sie dabei sein. Ja. So, ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun. Ja, die wollen jetzt natürlich ein bisschen spielen, ist klar. Ja. Wer also mehr wissen will über Wachteln, Bienen, Kräuterpflanzen, Selbstversorgung, der sollte diesen Kanal abonnieren, und wer Fragen hat, einfach in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns bald wieder.